Seid willkommen zurück im mittelalterlichen Kingdoms and Castles. Für euch ist die Ankündigung, dass ich diese Let's Play-Reihe beende, eine Woche her. Für mich ist es jetzt ein paar Monate her, dementsprechend kenne ich die Steuerung nicht mehr. Aber der Hersteller hat ein neues Update rausgebracht, welches die Wikinger invadieren lassen. Welches uns helfen soll. Meine Güte, ist da viel Wald. Die Probleme, die wir bis jetzt hatten, zu lokalisieren und zu beheben. Also hoffe ich einfach mal, dass das Ganze jetzt besser funktioniert, dass wir unter anderem nicht nur mit diesen Wikingern da fertig werden, die mit einem Ogre ankommen. Das finde ich nicht so optimal, aber gut, damit müssen wir jetzt einfach mal rechnen. Da wird alles geschlossen, sehr schön. Und dass wir es einfach schaffen, ohne großartige Performance-Probleme hier durchzukommen. Mach doch nicht den armen Wald kaputt. Denk doch einmal an die Baumkinder. Naja, Ogre halt. Mittlerweile muss ich auch sagen, das ist dann auch ein paar Monate her, seitdem ich das Ganze so habe. Also mittlerweile habe ich auch einen Twitch-Channel. Meine Pläne sind zumindest auch, ja, dass wir in Zukunft auch mal Live-Kontakt haben. Ob das jetzt nun tatsächlich so sein wird, wo ich sollte vielleicht mal was tun gegen den Gegner. Ich habe einfach keine Soldaten. Okay. Also ich hoffe, dass wir in Zukunft auch mal Live-Kontakt haben, als auch, dass wir die Möglichkeit haben. Die machen die Sachen einfach kaputt. Wie gemein. Ah, das ist durchgebrochen. Wir brauchen also höhere Mauern. Das ist übrigens ein weiterer Effekt. Die Jungs können jetzt auch an befestigten Rändern anlanden. Ja, ich weiß, dass das verschraubt ist. Dass wir uns einfach mal live sehen, das wollte ich eigentlich sagen. Das Ding. Das nehme ich dann wieder und Leute erneuern. Zusätzlich zu meinem YouTube-Kanal habe ich auch einen Vidmi-Kanal. Den werde ich wahrscheinlich in einem anderen Let's Play, vielleicht an einer früheren Stelle schon mal. Die sind schon fast weg, das ist ja angenehm. Außer die da oben. Habe ich auch einen Vidmi-Kanal, den ihr ebenfalls sehen und anschauen könnt, wenn ihr wollt. Da wird allerdings auch nichts anderes passieren als das, was jetzt ja auch auf YouTube passiert. Ich werde sie einfach synchronisieren. Und ich habe noch zusätzlich eine weitere Webseite aufgebaut, die sich dann nennt sascha.t.de, wer hätte das erwartet, wo ihr alles nachschauen könnt, was ich jemals gestreamt habe, was ich jemals streamen werde und das Ganze natürlich auch entsprechend kategorisiert und sortiert. Das Schiff geht nicht kaputt oder nicht. Diese Brücke da nicht reparieren. Das wäre super. Ja. Und ich hoffe doch, dass zumindest. Vielleicht kriegen wir die ja noch weg. Dann war es zumindest ein kompletter Fehlschlag für die Jungs. Aber ich glaube, die müssen eh lang. Ah, die haben hier ihre Schiffe angelegt. Schneiden die noch nach den Weg. Da kommen wir noch mehr. Lieber das Schlimmste verhindern, als noch Schlimmeres machen. Du hast noch keinen. Du hast drei Truppen. Ah. Vergiss es. Du wartest auf die nächsten. Das lohnt sich so nicht. Also das sind die Neuerungen, die es jetzt geben wird, oder wenn ihr dieses Video schaut, schon lange gegeben hat. Sehr schön, das. Wie kann man die nochmal bauen? Castle. Wall. Zack. Ah, ich habe das Spiel wieder verstanden. Juhu! Wall, zack.
weil ich möchte zumindest die Mauer da wieder ganz haben. Und Castle, Brücke. Also es gibt ein paar Neuerungen. Zum Beispiel, dass auch wieder Drachen vorbeikommen, wenn die Wikinger durch die Gegend laufen. Das ist so ein Schiffchen weniger, sehr angenehm. Jetzt müssen wir nur noch aushalten, bis die da weg sind, dann ist alles gut. Ah, das wird schon weggemacht, weil dann können wir da nämlich auch die Straße zu Ende bauen. Die hätten halt noch stehen müssen, dann wären wir wahrscheinlich relativ safe gewesen. Aber was? Manchmal ist das nicht so, wie ich mal sagen möchte. Jetzt braucht das noch 11 Holz, okay. Holz produzieren, ja, Holz war eigentlich auch recht viel. So. Machen wir den Scheiß mal weg. Entschuldigung. So, setzen da wieder ein neues Männer hin. Jetzt mal kurz zum Testen. Ja, man kann sie drehen, das ist gut. Und bei der Gelegenheit, wir brauchen hier hinten noch sowas wie eine Bibliothek, damit die Leute auch glücklich sind. Ich erinnere mich nämlich noch, dass wir hier hinten. Da war ich jetzt nicht, und so stelle ich jetzt einfach da ein. Dass wir hier hinten einfach. Doch mal. Derzeit noch unsere Nahrung- und Industriereserven haben und so langsam hier rüber siedeln. Recht viel Nahrung haben. Ich glaube, ich habe nicht ohne Grund da die Nahrung hingesetzt, also bauen wir da jetzt auch wieder welche hin. Wir haben auch als Neuerung Steinstraßen. Die würde ich dann auch nach und nach einführen. Jetzt erstmal repariere ich alles, was wir sonst noch hatten. Theoretisch müsste auch mal das Castle hier repariert werden. Zack, da bist du schon ganz gekommen. Ah, das ist Erntezeit, das ist sehr schön. Nahrungsmittel, zack, zack, zack. Das ist, glaube ich, auch außerhalb des Straßengebiets. Ich habe absichtlich hier so zwei, drei Leute, die hier noch. Was zum Teufel? Zwei, drei Leute, die an und für sich noch Rohstoffe produzieren, einfach um sicherzugehen, dass wir selbst im größten Katastrophenfall immer noch ein paar haben. Und wir brauchen noch ein bisschen Holz und können das Ding aufbauen. So, und jetzt baut, meine Kleine, baut! So. Da fehlt uns jetzt einfach Holz, ansonsten werde ich da mich jetzt auch schon mal was bauen. Ja, dieses Tor hier vorne ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben nämlich auch noch ein paar Achievements, die wir machen müssen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man sie anzeigen kann. Das Steam Overlay wird natürlich nicht angezeigt. Für euch, ich bin gerade im Steam Overlay. Wir brauchen zum Beispiel noch den Tower to Heaven und 5 versteckte Errungenschaften. Die google ich jetzt einfach mal. Castles, Archivements. Dass es immer diese versteckten Archivements gibt, finde ich doof, weil die muss man dann ja einfach suchen. Während mein langsames Internet, das datet sich nämlich für mich jetzt erst in 2 Wochen ab, für euch wird das jetzt schon seit Monaten stabil sein, hoffe ich. Gerade langsam ist, liegt daran, dass ich ein paar Folgen von Kingdoms and Castles auf Twitch stelle. Ah, genau. Wir haben die Humble, Thriving, Dignified, Magnificent and Kingdom of the Gods. Das heißt, wir brauchen einfach bis zu 5000 Bürger. Wie haben wir jetzt gerade? 331. Ja, das klingt danach, dass wir das sofort und instant hinkriegen.
Bin mir zwar auch nicht sicher, wo ich hier auf diesem Stelle 5000 Bürger versorgen kann und soll, aber das ist eine andere Sache. Aber wahrscheinlich werde ich dann einfach gewinnen müssen, die Bürger darauf anzusiedeln. Naja, es ist dann halt so. Was man machen muss, muss man machen. So, ich möchte jetzt erstmal festlegen, dass da ein Castle-Dings hin soll. Zack. Und als nächstes würde ich mal hingehen und schauen, können wir hier die Türme noch etwas erhöhen? Nein, können wir nicht. Wir müssen das Ding dafür wegmachen. Zack, weg. Das hätte ich natürlich bei dem anderen mal berücksichtigen müssen, aber egal. So, komm, 25 Holz, wir brauchen noch 7 Holz oder Randa. Da machen wir nämlich unsere Stadt jetzt ein bisschen sicherer. Wir werden jetzt einfach mal die Stadtmauern ein bisschen hier rum ein bisschen erhöhen müssen. Jeweils eine Ebene klingt eigentlich relativ gut. Also, damit wir einfach ein bisschen sicherer sind vor den einfallenden Wikingern. Vorher hat das ja relativ gut gehalten. Jetzt können die ja direkt anlanden und irgendwas kaputt machen. Das ist jetzt etwas unoptimal. Aber das kriegen wir auch schon hin. Ich bin mir da ziemlich sicher. Was sagen denn unsere Advisor? Agriculture. Good day, sir. Offensichtlich war alles gut. City. Sir, some foresters have much wood. There is no place to put it. Sire, some foresters have so much wood. There is no place to put it. We need more stockpiles to store this wood. Ja, ist okay. Good day, sir. Englisch ist auch nicht mehr das, was es mal war bei mir. Ich glaube, das hier ist so ein Fall von Forrester. Haben wir hier noch irgendwo ein ganz kleines Stückchen Platz? Da haben wir noch ein ganz kleines Stückchen Platz. Das hätte ich gerne ganz weggemacht. Aber ja, das ist ja eine Sache des anderen. So, da könnte man noch ein kleines Stockpile hinsetzen. Kann der Forester nämlich da auch direkt Sachen rüberstellen? Unusable Stone. Ja, dafür brauchen wir 10 Tools oder sowas. Das sind schon ziemlich schade. My lord, 26 people visited, but only 17 found a satisfactory home and decided to stay to serve you. Das ist doch schon mal schön. Immerhin, ein paar von denen könnten wir schon mal näher holen. Jetzt kommt da nämlich noch ein Stückchen hin. Da ist ein kleines Häuslein. Mal. Quack. Ich habe das Spiel übrigens zwischenzeitlich schon mal gestartet gehabt und geschaut, wie die Performance ist. Und genau dieser Wikinger und dieser Drache kamen auch vorbei. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist vollkommen zufallsgeneriert. Genauso wie dieser Regen jetzt gerade, von dem ich überhaupt nicht überrascht bin. Und wir sind garantiert auf der richtigen Strecke zu einem zufallsgenerierten Superspiel. Fertility und das ist very fertile. Das hier ist nur medium soil fertility. Das war weg. Town, Straße, hin. Und sitzen dann da drüben. Town. Gut. Ich hoffe, dass auch wenn da die Dings draufsteht.
bisschen was um. Und hier noch warten können, bis es geerntet worden wäre. Das wäre wahrscheinlich praktischer. Dann setzen wir nämlich da die Mühle hin und haben hier vielleicht noch irgendwas, was wir damit machen können. Oder ein bisschen was. Oh nein, Octavius has died of old age. Möge in Frieden ruhen. Der Baum ist noch nachgewachsen, oder? So, Castle. Ich glaube, hier werden wir jetzt noch schon mal anfangen, die Wand zu erhöhen. Also Stückchen für Stückchen machen wir das jetzt einfach mal. Bei der Gelegenheit, damit es nicht langweilig wird, machen wir das auf der anderen Seite auch nochmal. Damit sie sich nicht wissen, wo sie die Steine hintragen können. Wir haben ja glücklicherweise nur 44 Steinchen. Das Ding hätte ich gerne repariert. Das hat nämlich nur noch ein Life. Muss das etwa im Straßenbereich sein? Das ist nämlich repariert. Haben wir überhaupt so einen Typen, der repariert? Baker, alles klar. Irgendwas. Blacksmith, das ist auch okay. Tavern. Vintage heißt überhaupt. Die Holzwände sind übrigens auch neu. Die sind etwas schwächer, aber dafür von Anfang an verfügbar. Zwei neue Statuen. Du bist das. Haben wir dich irgendwo? Das ist eine Tavern, das ist schön für dich. Blacksmith, auch sehr schön für dich. Steuern und so weiter. Ja, die freuen uns natürlich auch. Ich habe das Gefühl, wir haben keinen. Niemand, der unsere Wände reparieren will. Das läuft ja optimal. Wenn wir jetzt eigentlich relativ genug Geld für Zeug haben, machen wir das doch jetzt einfach mal so, dass wir. Das war doch, oder? Der ist damaged. Setzen wir doch mal da ein. Ne, wir haben einen, weil da repariert das schon. Aber ich glaube, wir brauchen einen zweiten. Das sieht natürlich jetzt optimal aus, weil erst hoch und dann kann man, also man braucht halt nicht zwei Leiter, eine hier hoch, dann könnte man eine zweite da hochsetzen. Das ist, da bin ich nicht ganz zufrieden mit der Grafik, deswegen habe ich das Ganze auch immer relativ niedrig gehalten bis jetzt. Auch das werden wir noch irgendwann erhöhen, ich habe es jetzt noch so hingesetzt. Dragon Sighted, hallo Dragon. Du bist doch größer als die anderen, oder? Größer, roter und wahrscheinlich böser. Und genauso Töter. Na, perfekt. Hast du jetzt Live-Verlust gehabt? Gut. Gleich ist der Drache auch wieder weg. Dann ist die Musik wieder normal. Sehr schön. Der Mauer ist gleich fertig. Teil 2 der Mauer ist gleich fertig. Super. Das freut mich. Freut mich sehr. So. Town. Entschuldigung, Castle. Mauer. Die gebe ich jetzt noch in Auftrag. Und
Und jetzt muss ich leider sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war schön für euch, dass ich wieder Kingdoms and Castles mit euch spielen konnte. Streamen kann ich ja leider nicht sagen. Aktuell sagt mein Internet, wenn ich sage Streaming, sagt es eher was? Und daher nehme ich das erstmal im Vorrat auf und sage bis später, bis zur nächsten Folge. Die kommt dann nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.